Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modded Survival. Wir sind wieder in der Burg in Fort Independence. Zurück von unserer kleinen Einkaufstour. Hoffentlich haben wir jetzt genug Ressourcen, um dieses Bauprojekt, was ich da vorhabe, zu realisieren. Und ich habe schon mal ein wenig getüftelt. Jawohl. Und zwar werden wir erstmals ein komplettes Betongebäude errichten, habe ich noch nie gebaut und habe mir überlegt, wir werden quasi versuchen, da mit diesen Bogenelementen zu arbeiten, da quasi eine schöne Außenmauer machen, das Ganze zweistöckig machen, mit Fenstern, Dach und sonstigen drum und dran. Und das Ganze wird dann quasi eine riesige, massive Konstruktion innerhalb des Hofes quasi, wo wir quasi links und rechts und rundherum genug Platz haben, uns frei zu bewegen, aber quasi in diesen riesen Freiraum quasi nutzen können, um ein richtiges Minuteman HQ quasi hinzustellen, wo wir nicht nur einen Sender drin haben, sondern eben entsprechend auch dann diverse Produktionsräume zum Beispiel oder Quartiere oder was auch immer. Grundfläche sind 20 Blöcke. Das heißt ungefähr, wenn wir das Ganze nochmal zwei rechnen, also haben wir 40 Blöcke Fläche bebaut, Baufläche, das ist eine gewaltige Konstruktion. Und wir haben, wie gesagt, trotzdem rundherum noch genug Platz. Wenn wir uns wirklich spielen wollten, könnte man es vielleicht noch ein bisschen optimieren, aber ich will nicht wirklich diesen Sendemast versetzen. Ja, das ist also, ich glaube nicht, dass es das dann gut ausschaut, weil ich meine, wie die Kabel, das Mesh verläuft. Also das Ding würde ich auf jeden Fall stehen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob er ganz in der Mitte ist, wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber es schaut, denke ich, ganz gut aus. Vor allem, was mir wichtig ist, dass wir rundherum Platz haben. So, nachdem ich es jetzt mal kurz erklärt habe, machen wir nochmal ein Frühstück. Wir haben ja da letztes Mal einiges eingekauft und ja, ich schleppe noch die ganzen Meierlock-Eier mit. Ja, da werden wir uns ja auch gleich drum kümmern. Die Nudelschalen, genau, die wollte ich sagen. Die wollte ich mir reinschmeißen. Ohne ein bisschen Mallrat hinten nach. So, und zweitens, für den kriegsversehrten Minuteman müssen wir, glaube ich, irgendwas machen dann auch, ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, da haben wir jemanden neuen. Der kommt mir, oder die kommt mir nicht bekannt vor. Ronnie Shaw. Ja, da bist du, endlich. Ich habe dich gewartet, um zu sprechen. Hey, wer bist du? Who are you? I'm Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. At least I was. Back before Joe Becker got himself killed and the idiots took over. Joe Becker? Wer ist das? Nein, Moment mal, das hat uns der Preston erzählt. Das war der alte General. Richtig. Das wissen wir. Schön, dich kennenzulernen. Wir könnten hier ein paar mehr Veteranen gut gebrauchen. Glad to meet you. We can use some more veterans around here. Ah, well, you're right about that. I feel like some of these you've got still may need their diapers changed. Was willst du denn nun wirklich? What do you actually want? Heard you were trying to get the Minutemen back on their feet. Thought I'd come see the new general for myself. So what's your story? What makes you think anybody even wants the Minutemen back? Wie soll man darauf antworten? Diplomatisch, weniger diplomatisch, immer versuchen, mit den Leuten zu helfen. Ich muss überhaupt nichts erklären, Soldat. Die Minutemen sind wieder die Guten und die Leute merken es langsam. The Minutemen are the good guys again. People are starting to realize that. I've heard some good things. Wouldn't be here otherwise. Now that I'm here, I can see you really need my help. Erfahrene Soldaten können wir immer gebrauchen. We can always use more experienced soldiers. Yeah, you're not kidding. But I had something more specific in mind. Uh-huh. I'm probably the only one who still remembers this. But the castle's armory was located in the West Bastion. All of our best equipment was stored in there. Weapons, ammo, schematics, you name it. Come on, I'll show you. Okay, das klingt interessant. Da sind wir gleich Feuer und Flamme. Ah, good. Looks like it might still be intact. Door still sealed. Bastion hasn't collapsed. Trick now is finding a way in. Weißt du, wie man die Tür öffnet?
Do you know some way to open this door? No. And even if we could blast it open, we'd probably destroy what's inside while we're at it. If you can't go through, go around. Let's have a look at the northeast bastion. Okay. Guter Plan. Aber lass mich doch mal kurz schnell mein Inventar entrümpeln, weil ich schleppe schon wieder seit 3 Episoden einen Haufen Zeug mit mir rum, was wir nicht brauchen. Ja, lass nochmal die ganzen Myolog-Eggs vor allem mal da. Die wiegen alleine, ja, eine Tonne. Das rohe Fleisch brauchen wir jetzt nicht mit. Das ist auch roh. Das ist auch roh. Roh. Na, aber hallo, da hat der Koch jetzt einiges vor sich heute. Bin mir nicht sicher, ob das schaut gekocht aus, ja. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu identifizieren, ob die auf den ersten Blick, ob das roh ist oder nicht, oder... Ja, kleine Details am Rand. Die Raketen lassen wir auch da. So, na bitte. Passt. So. Sergeant Shaw, dann zeigen Sie mal, was es da auf sich hat da. Die schnellste ist ja nicht mehr. This was the General's quarters. Yep. There used to be a tunnel leading from here to the armory. This tunnel's blocked by this rubble. We'll have to find some way to clear it. Preston, wir haben Arbeit. Ja. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Ich weiß es genau, worauf das hinausläuft. Na? Kommen wir nicht ins Baum, doch jetzt geht's. Tada! Let's get down there and see if there's still a way through. Okay, aber Moment. Wer weiß, was da unten noch alles so keucht und fleucht. Da legen wir noch lieber mal den Kampfgear an. Okay, wir sollen da alleine runterschauen. Okay, dunkel ist gut, munkeln. Aha. Ah, da ist er. Pretty dark down here. We better watch our step. Ja. Soweit ist soweit so gut. Teufel noch eins. This place doesn't get a whole heck of a lot of foot traffic. Wer vermint hier die Basis? Sabotage. Das schaut auch nicht mehr so stabil aus da. Vorsicht! Eieieiei. Na gut. Aha, da hat seine Kakerlake erwischt. Und Kanonenkugeln. Die können wir immer gut gebrauchen. Zement! Das ist wertvoller als Gold. Kein Witz. Will ich jederzeit eintauschen. Ah, okay. Da liegt noch einer, ja. Jetzt muss man was wissen. Schauen wir sich mal um. No wasted shots. Aber hallo. Ei. Man sollte wissen, meinen langsam hätte ich es kapiert. Nein, alle guten Dinge sind 3. Noch mehr Tretminen. Ja, da hinten ist noch eine.
Eine Ledermuskete, ein Haufen Munition, ein bisschen was zum Essen. Ja, ja, Zement. Got awful quiet in here. Generator, cool, wenn wir den benutzen könnten, gell? Da ist noch einer. Ein bisschen Krimskrams. Ein Fusionskern, den lassen wir gerade mal drinnen. Mal genug. What? Ernsthaft? Eieieiei. So, also war auch. Die habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Die habe ich gesehen, aber die andere nicht. Na gut. So, da ist auch alles eingestürzt. Ja. Oh, Leute. Okay. Vorsicht, der geht gleich hoch. Alles noch da? He's been guarding the castle since forever, as far as I know. Let's see. I used to know his password. Hey. One if I land. Nah, that's not it. Hey. What can I do? For the Commonwealth. Ah, darn it. Oh, it's been a long time. United we stand. Yeah, that was it. Okidoki. Oh. General McGunn. Ah, that explains all the landmines. This is, well, was General McGann. He had your job back when I first joined up. Must have gotten trapped down here when that sea beast attacked the castle. He did manage to keep the armory secure. I'll give him that much. Ah, guess the uniform is yours now, if you want it. This old geezer doesn't need it anymore. Rest in peace, General. Your fight is done, and the Minutemen live on. Hey. Ich nehme mal ein bisschen was ab da, bevor ich da wieder Probleme kriege. No point in getting all sentimental about something that happened 40 years ago. Come on, we're almost through. Okay. Take a look. Die müssen wir gleich anprobieren, die Uniform. Und nein, wir haben keinerlei Bedenken, dass es jetzt 40 Jahre lang an der Leiche geklebt hat. Das ist zu kleinlich. Schauen wir uns hier mal den Terminal an. Benutzer General McGunn ist angemeldet. Benutzeraufzeichnungen. Angriff in der Nacht. Letzte Nacht wurde ich gegen 0200 von einem Schlag geweckt, der sich die ganze Burg erzittern ließ. Leutnant Forster hat berichtet, dass eine riesige Kreatur die westliche Mauer durchbrochen hat. Ich habe ihn gebeten, per Funk Verstärkung zu rufen, während ich durch die Tunnel ging, um die Waffenkammer zu verschließen. Kurz darauf brachte ein weiterer Schlag den einzigen anderen Ausgang aus dem Tunnel zum Einstürzen. Eigentlich ist nur ein Beamwolf in der Lage, solchen Schaden anzurichten. Falls aber die Supermutanten in den Hof eingedrungen sind, darf ich nicht riskieren, dass die Artillerie ihnen in die Hände fällt. Ich kann jetzt nur für gute Verteidigung sorgen und darauf warten, dass mich jemand ausgräbt. Meine Position verstärkt. Wir haben den Kampf eindeutig verloren. Ich habe etwas gegen die Panzertür hämmern hören, doch bevor die Tür nachgibt, werden die Wände einstürzen. Für den Fall, dass jemand versucht, den Schutt vom Quartier wegzureihen, habe ich alles an Verteidigung aktiviert, was hier unten zu finden war. Mir behagt es nicht, dass die Supermutanten unsere Artillerie gegen hilflose Siedlungen einsetzen könnten. Mir geht zwar langsam das Wasser aus, aber ich hoffe, dass sich die Überlebenden neu formieren und rechtzeitig einen Gegenangriff durchführen werden.
Letzter Eintrag. Das ist wahrscheinlich mein letzter Eintrag. Meine Vorräte sind aufgebraucht und ich habe jegliche Hoffnung auf Rettung verloren. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine alte Kiste Wein, die ich gefunden habe. Ich weiß, dass der Wein die Hydrierung verstärken wird, aber mir ist es lieber, den Tod mit einem guten Tropfen zu prosten. General McCann kann man an, der Minuteman, na gut. Okay. So viel dazu und... Oh. Da haben wir noch einen alten... Insassen. Westliche Bastion. You should know. People have been complaining a bit about the bed situation. Alter. Okay, here we are. Let's see if this still opens from here. Mhm. Jetzt fragt sich, wie er reingekommen ist. Told you I'd get us in here. Now, let's see what kinds of goodies are left. Nice. Excellent. The armory's still intact. Everything we need, just waiting for us. And the cream of the crop, schematics for building artillery. Yeah. Artillerienachschub. Okay, Artillerie. Artillery? Great big guns, blow up our enemies from miles away. Any of this ringing a bell? All right, let's get going. Don't forget to grab some smoke grenades too. Okay, Leuchtfackel, Signalartillerie. Oh, come on, let me carry something before you cripple yourself. Ja, würde ich ja gerne, aber wenn wir nochmal da in der Waffenwerkbank was ablegen, diese verbunden mit der Siedlung. Das heißt, wir können hier dementsprechend mal den gesamten Schrott einlagern. Und schon sind wir um einiges leichter. Haha! Ja, da können wir uns noch bedienen, aber schauen wir dann. Würde mich eher interessieren, ob wir das dann auch wegräumen können, hoffe ich. Aber das schaut schon mal wesentlich besser aus. Wir haben schon auch ein bisschen was gebastelt. Ah, da kommt jetzt noch einiges dazu. Was machen wir jetzt Schönes? Ich habe schon eine Idee, was wir machen. Okay. Excuse me. Looks like you've got everything we need. As soon as you get some artillery built, we'll do a test fire to calibrate it. Okay. Dann aktivieren wir mal die Werkstatt und platzieren ein Stück Artillerie. Und ja, wir haben natürlich einen Mod installiert. Wir schießen da nicht irgendwie mit Bürgerkriegsartillerie, nein, wir schießen mit 10,5 Feldhaubitzen. Quatsch, 155er sogar, aber hallo. 145er Feldhaubitze. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Wurde auch noch in Vietnam eingesetzt, denke ich. So, das Ding stellen wir aber natürlich dann nicht zur Seeverteidigung hin, denn das Fort hat ja dementsprechend jetzt eine andere Funktion. Wir richten das natürlich auf Boston aus. Also das Mesh, also die. Das Mesh schaut wirklich. Die Kanone schaut wirklich super aus. Schauen wir mal, dass wir sie richtig platzieren. Ich bin mir nicht. Ja, wir können noch ein bisschen nach vorne. Und da nicht klippen. Also ein bisschen klippen tun wir da. Ich meine, das ist ja ein Riesenapparat. Ja. Schaut gut aus. Spur können wir noch nach vorne. Vielleicht die Spur drehen. So. Dann klippen wir überhaupt nicht. Ah, wir müssen es vielleicht ein bisschen runter tun mit der Modpass. Ich glaube, es schwebt ein bisschen. Aber okay. Detail am Rande. So, du hast die Ehre. Sheffield. Unser Sheffield. Stellen wir jetzt mal den Hobbit ein.
Okay. So, schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Ja. Oh ja. Das schaut wirklich gut aus. Super Modell. Oh ne, wir schweben. Aber ich glaube, wir werden es so lassen. Thank you. It's like I can finally think straight. Ah, schon. Kann man danach immer noch ein bisschen optimieren, aber das Problem ist halt, ja, das ist um das Äußerl zu groß, das Teil. Na gut. Reden wir mal mit der Ronnie. Hey. Ah, gosh darn, it's good to see artillery here again. So here's the thing about the big guns. They can't fire at anything too close, but their range is impressive. That's what the smoke grenades are for. Mm. Toss one of those at the bad guys. If we have artillery in range, we'll confirm over the radio and target our fire on your smoke. But first, we better do a test fire. Make sure we're hitting what we're aiming at. Macht Sinn. You see that little building over there? We'll use that for our aiming point. Keep your radio on and tuned to radio freedom so we can confirm we're ready. Okay. Bedien dich ins Zielgebiet, lass dein Radio eingeschaltet. Okay, mach mal. Okay. General, if you can hear me, we're ready. Toss one of those smoke grenades into the target area and we'll start the test fire. Ich glaube, da gibt's übrigens, Moment einmal, bevor ich jetzt irgendwas anfange zu erzählen. Ja, na passt schon, wir haben ja auch eine Pistole. Okay. Haben wir das richtig gemacht? Signal Artillery Smoke, ja. Nicht getroffen das Ziel. Ah, jetzt. Okay, Piper, weg. Okay. Immer noch nicht getroffen. Gut, weiter nach links. All's quiet across the Commonwealth. Stay safe out there. Okay. Noch näher ran, muss ich da genau daher schießen. Jungs, das ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt. Und was zum? Wie viele kommen da noch? 5? Okay. Also ich vermute, ich habe jetzt gerade die falsche abgefeuert. Ja. Ah, mein Fehler. Mein Fehler, ja. Ich wollte gerade sagen, ich verwechsel das die ganze Zeit. Peinlich ist das denn? Ich wollte mich gerade sagen, gibt es einen Mod, den wir auch installieren werden müssen. Okay. What the? You've got your smoke on the target. You might want to stand back. You know, just in case. Okay, here we go. Oh, ein paar coole. Hit it, man. Hell yeah. Perfekt, dass sie ein bisschen weggelockt werden. They say. I've lost contact. Ernsthaft? 5 gegen einen. Hit him from the side. They're all over me. Okay, das funktioniert. Richtig.
Also es gibt eine Mod, die wir installieren werden, wo wir entsprechend dann nicht Granaten verwenden, sondern auch eine Pistole haben. Das ist gerade der Raketenwerferturm eingegriffen. Okay. Okay. Ja, also kurze Verwirrung. Ja, wir haben die Minuteman-Granaten, also die Minuteman-Rauchzeichen die ganze Zeit gegeben. Ich dachte, ich habe das richtige aktiviert, aber nein. Na okay, soll nichts Schlimmeres passieren. Na, du bist immer noch hungrig und durstig. Was ist denn schon wieder mit dem? So, bitteschön. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal so näher an. Reden wir mal in Preston. Wo ist der Preston? Ah, was ist das für einen komischen Questmarker? Ah, das ist irgendein Questmarker. Nein. Preston? Da ist der Geier. Probieren wir das Ding jetzt nochmal aus. Und zum Beispiel mal die Animation anschauen. Das Ding ist animiert. So, schauen wir mal. Schau ich auch wirklich, ja, dass ich das richtig erwische. Artillery Smoke Grenade. Und die schmeißen wir jetzt einfach. Das fliegt weit, ja. Schön. Gut, Sheffield, Wald deines Amtes. Stay safe out there. Good afternoon. You're tuned to. We've got smoke at a friendly target. Canceling fire mission. Ah, okay, das ist zu nahe. Ich sage, wir brauchen etwas mehr Reichweite. Ich so weit kann ich das gar nicht werfen. Probieren wir es mal. Oh, das da rausschmeißen ins Wasser. Ist das weit genug? Wahrscheinlich nicht. Na. Verflexed. Ich will das sehen. Okay. Machen wir das anders. Da muss ich sehr schnell zu Fuß sein. Deswegen sage ich, wir brauchen eine Pistolenvariante, dass wir mehr Reichweite haben. Das ist ja nervig. Wenn da mal Artillerie und dann fordern wir sie an, wie mit einer handgeworfenen Leuchtfackel. Das ist beknackt. So. Das müsste reichen. Okay. Ist okay. Wir schauen uns das an. Wir schauen es uns bei der nächsten Gelegenheit an. Und die haben natürlich, die können, also die Artillerie nur einmal, also eine Salve abgeben und dann ist, ich weiß nicht, wie lange die Pause ist. Also Ingame-Zeit, wie viel Zeit verstreichen muss. Ich denke dran, aber okay, wir haben Artillerie. Wir haben Artillerie. Ich denke dann, dass ich diesen Mod installiere, dass man quasi dann wie bei einem Signal Flare quasi abfeuern kann mit einer Pistole. Und ja, das sind eine Menge Minutemen. Das sind die, welche dazu übergerufen haben. So, ich habe keine Ahnung, wo Preston hinverschwunden ist. Läuft mal die Glocke. Sagen wir mal alles zusammen. Wo er ist. Preston ist verschollen. Wenn wir Questaufgabe bekommen, sprich mit Preston Garve, ja? Ja, mit ihm müssen wir irgendwas machen. Ich glaube, da. In dem Pulk ist er drinnen, gell? Der zweite von links, gell? Nein, ist er nicht. Was macht der? Wieso ist er wieder in Sanctuary?
Ah, dieser Depp. Okay, deswegen, ja, okay. Alles okay. Ist okay. Alles klar, Leute, ihr könnt alle weitermachen. Kein Grund zur Panik, ist alles okay. Alles Roger. Hier gibt's nichts zu sehen. Weiter, wieder zurück an eure Posten. Okay. Gut, nach dieser kollektiven Verwirrung, wir haben damit jetzt vollen Zugriff auf die Burg. Wir haben vollen Zugriff auf das große Waffenarsenal. Ja, wir haben jetzt Artillerie-Support. Das heißt, jetzt können wir mal in Ruhe endlich hier weiter ausbauen. Ich habe jetzt schon mal ein klitzeklein wenig angefangen zu probieren, um die Form dieses Gebäudes quasi zu definieren. Und zwar, wenn wir das Gebäude quasi ein bisschen erweitern mit diesen Rundungen und dass wir endlich mal so einen richtig, wie soll ich sagen, einen Betonbau machen, mit diesen runden Elementen. Ich habe das vorher ein bisschen ausprobiert. Es ist unglaublich gefinkelt, aber wenn das fertig ist, schaut sich ja richtig fett aus. So viel dazu. Das heißt, das werden wir uns mal schauen, dass wir heute das Fundament einmal so weiter fertig kriegen. Das haben wir extra aufgeschrieben, damit ich weiß, wo ich da hinschauen muss. Und zwar Strukturen, Mods, Betonböden, genau. Und zwar müssen wir mit diesen Böden das auffüllen. Das wird nicht leicht. Es geht, aber es ist nicht leicht. Ich bin mir nicht sicher, welcher der richtige ist. Das heißt, wir legen einmal von den einen und einmal von dem einen. Da gibt es zwei Varianten. Wobei richtig oder falsch gibt es in dem Sinn eigentlich nicht, weil sie schon beide ziemlich ähnlich aus. Das ist das erste. Und dann müssen wir mal schauen. Das brauchen wir dabei nicht. Wir schauen uns einmal ein Eck an. Das einmal demonstriere, wie das ausschaut. Fertig. Genau, da müssen wir in einen anderen Mod reingehen. Das ist ein bisschen kompliziert. Und zwar müssen wir PTM, was war das PTM? DLC, genau. Und dann haben wir hier so komische Dreieckselemente. Da werden wir uns mal welche rauslegen. Die können wir als Decke und als Boden verwenden, so richtig schön aneinander schlichten. Und wir haben diese Elemente. Und die sind dann zum Auffüllen quasi. So, ich lege mal ein paar raus. So, mit dem können wir nämlich das hier auffüllen, seht ihr? Ja? Und dann können wir das quasi schließen mit einem Dreieck. Und ja, ich sag's euch, das zum Platzieren ist eine Katastrophe. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ja? Das ist wirklich nicht zu bewältigen. Es ist nicht zu bewältigen. Ich werde mal das mal vorsichtig rausnehmen. Also es ist zu bewältigen auch nur mit Trickserei. Ich hab's nur mit Trickserei geschafft. Sag's mir in den Comments Bescheid, ob ich das falsch mache von der Reihenfolge. Ja, wir nehmen das mal weg. Ja, er will einfach nicht snappen. Er müsste eigentlich so snappen, ja. Müsste, aber ich weiß nicht, was er für ein Problem hat, was er für Extreme hat. Ich weiß es nicht. Okay, und dann schauen wir sich an, welche Bodenplatten wir nehmen, also diese oder diese. Okay, das heißt, das würde prinzipiell passen und jetzt müssen wir einfach dieses Dreieck daher kriegen. Ich fülle nochmal, Moment, nehmen wir mal das wieder her. Wir werden dann vielleicht auch diese Bodenplatten, diese dann alle wieder tauschen gegen die anderen Elemente, aber das ist dann sekundär. Ich möchte nochmal diese Eckelemente haben, diese schwierigen filigranen Punkte. Wenn wir die haben, der Rest müsste eigentlich kein Problem sein. So. Jetzt hole ich das mal ein bisschen aus dem Boden raus mit der Modpos. Und du snappst immer noch nicht. Okay, ist kein Problem. 20. Freedom, broadcasting all day, all across the Commonwealth. Nothing to report. Keep it tuned here for updates. Er will nicht. Er müsste eigentlich hier ansnappen. Es ist dafür gemacht. Es ist genau dafür gemacht, aber er will einfach nicht. Ne. Okay, dann braucht man einen anderen Snap Point. Eine Wand. Mit einer Wand müsste es gehen. Nehmen wir vielleicht einmal. Ja, da gibt es verschiedene Texturvarianten, die der Typ gemacht hat. Ich glaube, die hier, ja, die müsste zum anderen passen. Ja, das Teil snappt natürlich jetzt da nicht. Weil ich da so ein bisschen. Also. Modifiziert habe. Wir haben ja quasi diese Wand hier komplett in den Boden abgesenkt. Aber du snappst hier, sehr gut. Ein bisschen filigraner Arbeit. Wir machen quasi ein Fundament, damit wir quasi aus diesem Gras rauskommen. Weil ich habe jetzt extra einen Mod installiert, der das Gras wegnehmen soll. Es funktioniert zum Teil, aber ja, das ist leider ein Manko.
ein Manko dieses Grasmonsters uns quasi beim Bau das Leben schwer macht. Es schaut super aus im Commonwealth, aber eben bei den Baustellen haben wir ein Problem. So, snapst du? Hast du einen Snap-Point bei diesem Teil hier? An der Decke. Irgendwas. Okay, snapst du hier dran? Ja, da hast du Snap-Points. Okay. Ich kenne mich aus. Gut. Dann nehmen wir mal das weg. Ja, da snapst du, aber da sollst du snappen. Hier drüben. Okay. Nein, ist kein Problem. Ist kein Problem. Alles okay. Was nicht passt, wird passend gemacht, Leute. Jetzt müssen wir wo wir snappen können. Los, du willst hier snappen. Ich weiß es, du willst es. Wir müssen uns einfach aus dem Weg schieben. Das ist quasi im Weg. Ja. Andersrum. Komm. Sei brav. Warum auch? Warum soll er brav sein? Warum soll das auf Anhieb funktionieren? Wobei das sind... Also das ist... Ich weiß nicht, warum das immer so eine... Ja, genau so. Ich weiß nicht, warum das so ein Problem sein muss. Ich weiß es nicht. Sagt's mir in den Comments Bescheid. So, jetzt muss ich das runterschieben, ja, und dann haben wir's. Und dann ist das quasi hier... Jetzt wird diese Fläche aufgefüllt. Dann haben wir außen diese Mauer und haben den Boden aufgefüllt. Das ist ein bisschen relaxen und das schaut super aus. Und ja, ich glaube... Das Mesh ist enger, gell? Also das linke schon passt besser. Das rechte wird auch gehen, aber das ist grob, also das ist grobmaschiger. Das ist vom Look and Style passt das besser. Ja, aber das ist, die Textur ist gleich groß und hier ist es ein bisschen feiner. Ja, richtig, es ist feiner. Ja, okay, das heißt, den zerlegen wir gleich wieder und verwenden diese Teile. So, jetzt haben wir ein Eck quasi, ja, und das können wir quasi so und dann mit diesen Elementen vervollständigen. Und zwar brauchen wir... richtig, da brauchen wir jetzt wieder den anderen Mod. Wood war das und dann... Nein, nicht Wood. Nein, ganz raus. Weiter raus. Wir haben so viele Building Mods installiert. Es ist crazy. Ich muss mal wirklich beim Bau jetzt dann jedes Mal aufschreiben und mir vorüberlegen, welche Elemente ich verwende und schreibe ich mal auf. Welche, wo das abgelegt ist, weil sonst finde ich es einfach nicht. Unglaublich. So, das sind jetzt quasi die Außenmauern. Ah, wir hatten einen Snap-Point, ich hatte einen. This is Radio Freedom, broadcasting all day, wo war das? Ah, das Kabel! Das Kabel ist im Weg, ja, ich sehe es, ja. Das darf ja jetzt nicht wahr sein. Es ist uns das Kabel im Bau im Weg. Okay, kein Problem. Nein, ist kein Problem. Wir sind gewappnet. Wir werden mit allem fertig. Wenn wir mal das da herstellen. Ist das hoch genug? Nee. Ich glaube nicht. Wenn man da einen Connector vielleicht so aufs Dach irgendwo draufhängen, so vielleicht. Und dann quasi so schräg raufgehen, könnte man das möglicherweise meiden. Ich wäre gewusst, warum ich das nicht gleich vollständig baue, weil... Weil ich schon vorausgedacht habe und gedacht, okay, wir werden da sicher... eine andere Variante wählen, also langfristig. So, wo kommt das Kabel her? Das ist da in das oder einfach in das rein. Geht nicht. Nein, willst du nicht. Moment, das ist doch schon da drinnen, oder? Ja, das ist schon da drinnen, passt schon. Können wir das eh wegnehmen. Da ist ein bisschen schlecht zu sehen da. Na, Kabel. Ja, das hier. Richtig. Moment. Das hier. Ja. Passt schon. Alles okay. Nach wie vor ein Stromkreis vorhanden. Ja, genau, so snappen wir es. So.
Okay, das sind jetzt quasi die Außenfundamente. Machen uns quasi richtig viel Arbeit. Ja. Aber wir wollen, dass es richtig schön ist. So gut, wie es eben nur geht. So, jetzt seht ihr schon quasi, das ist dann die Außenmauer. Und das senken wir jetzt quasi ab, damit wir quasi, das machen wir nur quasi für diesen Rand, quasi hier außen so richtig schön ein Fundament haben. So, jetzt muss ich natürlich rauskriegen, wie weit ich das abgesenkt habe. Ich glaube, es war -210, wenn ich mich recht erinnere. Ja, richtig geraten. Perfekt, dann senkt man das quasi ab auf diese 50 cm. Das machen wir, wie gesagt, nur, damit wir quasi ein schönes Fundament haben und nicht dieses ganze Gras, was jetzt zum Beispiel hier wächst, dass das nicht durch den Boden kommt. Gibt, wie gesagt, eine Mod, den ich schon installiert habe. Müsste ich jetzt schauen, keine Ahnung, wie der heißt, also vielleicht dann nochmal die Modliste aktualisieren. Der editiert das, dass es besser wird. Das Problem ist, ich habe natürlich jetzt einen anderen Mod, der das Gras eben, wie gesagt, einfügt und der ändert die Spielregeln, weil er einfach Meshes einfügt und nicht die Texturen, das mit Texturen steuert und dementsprechend haben wir immer wieder mal Probleme. Aber wir haben einen Workaround gefunden, vor allem schaut das dann richtig. Das schaut richtig bullig aus, das Gebäude, weil es einfach ein bisschen erhöht ist. Da machen wir eine Rampe rauf, mit Stiegen natürlich. Und wir können das hier schon richtig schön mit diesen Elementen, es ist eine Fitzelei, aber es funktioniert, können hier quasi den Fußboden, dieses runde Eck auffüllen, können hier quasi runde Fenster machen und das Gebäude in eine Form gebracht, die einfach interessanter ist optisch. Und sich besser anschmiegt an den Rest dieser Anlage. Wir haben eine riesen Fläche, machen noch mindestens ein Stockwerk oben drauf. Wir könnten theoretisch noch mehr drauf bauen. Ich glaube, zweistöckig reicht eigentlich. Und dann haben wir das eigentlich ganz gut im Griff. So, dich werden wir mal verwerten. Ja, es wäre schön gewesen, wenn wir das zuerst gewusst hätten. Nicht so viel Beton jetzt verbraucht hätten, aber okay. Den Teil brauchen wir. Wir werden es nämlich wahrscheinlich komplett mit diesen kleinen Elementen auffüllen. Und ja, ich sehe es, es braucht 4 Beton, das kleine Teil, das heißt... Oh, wir haben viel Beton gekauft, aber ich glaube, wir werden noch mehr Beton brauchen. Das heißt, eine der nächsten Aufgaben wird auf jeden Fall sein, dass wir Leute zum Ressourcenfarmen einteilen. Wir brauchen mehr Ressourcenfarmer, die quasi für unsere Ressourcen farmen, sammeln, weil wir einfach jetzt wirklich viel bauen werden. Allein diese Anlage wird tausend, aber tausende von Ressourcen verbrauchen. So, tun wir mal, war schon das hier eigentlich rüber, Jenga, genau, schließen wir es ein. Ja, und jetzt, ich habe trotzdem keinen Snap-Point, obwohl ich jetzt theoretisch von zumindest zwei Seiten einen haben müsste. Probieren wir es andersrum, ich nehme mal das Teil raus. Vielleicht baue ich es in der falschen Reihenfolge. Nein, er snappt trotzdem mit, jetzt, ja, er will nicht. Er ist jetzt nichts im Weg. Das ist einfach ein Teil, was einfach irgendwie eine Zicke ist. Sagen wir es einfach so, wie es ist. So, wir schieben uns einfach quasi um 20 Einheiten mit den Modpoints rauf. Siehe da, wir haben einen Snap-Point, weil jetzt ist nichts im Weg. Jetzt schieben wir das um die 20 wieder runter. So, relaxen das, heben es kurz auf. Nein! Musst du mich vor der laufenden Kamera blamieren. Ja, passt. Wir relaxen das Ganze und haben ein weiteres Eck. Wir haben da minimales Clipping, aber gut, da kommt dann eh die Mauer drüber. Und das passt. Und wir haben richtig das Ganze richtig stylisch gelöst, denke ich. So, jetzt können wir das da quasi schon auffüllen. Wir können dann in der Mitte den Beton dann, wie gesagt, noch tauschen oder nicht. Fast sagen ja. Weil auch der Boden, der Metallboden natürlich wesentlich stylischer ausschaut. So, Moment, aber das Muster muss in der richtigen Richtung liegen. Oh, Vorsicht, das ist eine falsche Richtung, richtig, das muss so herumlaufen. Ich muss gleichmäßig schauen, wir achten auf jedes Detail, Leute. Für das? Selbstverständlich, das muss natürlich in dieselbe Richtung laufen. Ein bisschen schwer zum Sehen, weil es wird langsam wieder dunkel und es regnet. Aber wir lassen uns jetzt nicht aufhalten, okay. Ja, damit haben wir quasi eine Seite fertig, das andere machen wir mit der anderen Seite auch und der Rest sollte eigentlich relativ normal vom Bau sein, da sehe ich kein Problem mehr. Aber es war mal eine wirkliche Herausforderung, drauf zu kommen, wie man das baut. Da habe ich vorher mal mindestens einmal eine halbe Stunde gespielt und das ausprobiert, um entsprechend dann da das auch wirklich flüssig präsentieren zu können. So, jetzt haben wir da... Ja, genau, wir werden mal hier andoppeln, also anstückeln.
bei ihr snappt's. Mal der so ein bisschen weg. Na, das gehört. Oh ja, genau, ja, passt schon. Das sollte eigentlich. Eigentlich solltest du, gell? Aber will er nicht, weil. Nein, bro. Bleib bei der Sache. Machen wir es da rein auch. Keinen Grund da jetzt das zuerst zu machen. Holen wir das einmal rauf mit 2.10. Machen mal den Teil und dann habe ich einen Anknüpfungspunkt. Genau so ist es. Das ist immer schwer, wenn ich das wieder von Null aufmachen muss, so bin ich ja quasi. Genau. Bin ich richtig, jetzt kann ich das ansnappen hier oben. Ne? Dann machen wir den Teil auch gleich fertig. Und dann snappen wir die anderen, senken wir alle gemeinsam in einem Rutsch einfach wieder runter und dann haben wir diesen Teil schon erledigt. Der Rest interessiert uns ja nicht. So. Oh. Ja. Zicke. Du alte Zicke. Und von der Seite. Nein, willst du nicht? Okay, nein, ist kein Problem. Fuchs, Leute, ihr steht da wirklich gerade ein bisschen ungünstig. Sie wollen uns unbedingt beim Bau helfen. Schaut euch das an, die Fünfergruppe. Ja, okay, warte schon, geht schon, kein Problem. Die sind ganz aufgeregt. Sie gerne kommen ins Beschwerde, die ein oder anderen. Ja, du baust so viel einfache Strukturen und jetzt bauen wir einmal richtig alles aus Beton. Und ja, ich bin heilfroh, dass ich vorher noch nicht wirklich mit so viel Beton gebaut habe, weil wir hätten das Material eh nicht gehabt. Weil wenn, klecken wir nicht, wir klotzen. So. Leute, wirklich. Ihr steht da richtig ungünstig. Vor allem mauern wir sie jetzt regelrecht ein. Und was ist das da für ein Auflauf? Leute, das ist eine Baustelle! Macht's mich nicht narrisch! Vor allem, ich kann sie auch nicht. Ich kann sie verwerten, haha. Aber ich kann sie nämlich nicht wegschicken. Ich muss da wirklich warten, bis sie da sich verschüssen. Machen wir mal da eine Mauer, dass sie da nicht nochmal reinlaufen. Ja, geschafft. So, meint mal, das können wir mal lagern. Das ist eigentlich egal. Sie können vermutlich jetzt reinlaufen, jetzt habe ich es. Geschafft. Den Teil können wir lassen, richtig. Und das senken wir jetzt alles ab. Mit minus 210. Schnalzen das runter. Und dann haben wir ein richtiges Betonfundament. Ich weiß gar nicht, es gibt, von manchen Mods gibt es eben niedrigere Teile, aber eben, es gibt halt nicht von jedem Bauteil eben so flache Teile. Deswegen nehmen wir einfach diese hohen. Senken die einfach in den Boden ab. Kostet eine Menge Material natürlich, klar. Aber deswegen haben wir es ja vorher gestern einen Einkaufsrun gemacht, einen ganzen Beton aufgekauft, wo wir nur gefunden haben. Wir werden es dann auch dann, wie gesagt, mehr und mehr Leute einteilen für das Ressourcenfarming, weil im Endeffekt das nicht kaufen müssen, sondern wir auch die unsere Siedler das dann entsprechend für uns sammeln. Das habe ich eigentlich in den letzten bestimmt Wochen vernachlässigt. Daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht, dass wir eigentlich bestimmt ein Dutzend Leute mindestens irgendwo in der Gegend rumstehen haben seit Wochen, die eigentlich nichts machen. Und das rächt sich halt dann, wenn man viele kleine Details vergisst. Okay. Ja, damit haben wir eigentlich das Außenfundament einmal fertig. Wir können dann im Prinzip dann quasi diese anderen Ecken da hier genau nach demselben Strickmuster wieder bauen. Wir haben sie hier quasi schon demonstriert, wie das funktioniert. Ne? Können wir entsprechend dann hier das Erdgeschoss machen, können hier entsprechend Fenster machen. Es gibt sogar Teile, die dann in der Rundung ein Fenster haben, wenn wir natürlich machen. Das Ganze richtig schön herrichten, verglast das Ganze, machen dann mehrere Eingänge. Ich weiß nicht, vielleicht hier auf der Seite einen Eingang, schauen wir dann, wo wir den Eingang machen, wo wir sinnvollerweise, vielleicht auf der Seite, auf der längeren Seite vielleicht, ja, richtig, auf der Fünferseite. 1, 2, 3, ich glaube, das ist eine Viererseite, das ist eine Fünferseite, ja.
Ja, entweder hier den Eingang auf der Westseite oder da auf der, hier auf der Ostseite. Das können wir uns dann noch anschauen. Ja, eventuell genau hier den Eingang rein, den Aufgang. Und dann haben wir quasi hier das Erdgeschoss, können diesen Raum natürlich unterteilen. Der Sender ist ja quasi dann, nimmt er schon quasi einen, ein Feld ein, ne? Und dann können wir quasi hier Zwischenwände machen, können dann quasi Produktionsfacilities bauen. Dann schauen wir das an mit dem DLC, wie ein Contraptions DLC installiert. Da müssen wir uns das mal anschauen, wenn man Sachen herstellt. Da können wir quasi noch ein Stockwerk draufsetzen auf das Erdgeschoss, machen wir ein erstes Stockwerk. Schauen, was wir da oben machen können. Ne? Da können wir Baracken machen, Quartiere für, weiß ich nicht, 30 Mann, keine Ahnung. Was wir wollen. Also da haben wir wirklich ein riesen Areal dazu gewonnen. Zuzüglich natürlich zu der gesamten Anlage hier, wie wir quasi auch noch ausbauen können. Wir haben hier hunderte Quadratmeter an Gängen. Ein paar größere Räume, ich glaube drei größere Räume gibt es jetzt da. Ne? Also unser eigenes Schlafzimmer hier quasi, Aufenthalts- oder Meetingraum. Ne? Und dann haben wir ja hier hinten diese kleinen Kämmerchen, die könnte man auch abtrennen. Da kann man ja auch hier eine Trennwand reinmachen und dann quasi Generatorenraum zum Beispiel machen. Zum Beispiel hier einen Generatorraum oder Lagerraum, was auch immer. Das können wir dann herrichten. Das wäre zum Beispiel ein Generatorraum, weil wenn nichts drin ist, können wir hier eine Wand reinmachen, verschließen das. Oder machen mehrere Generatorenräume. Dann haben wir hier die Schlafquartiere und ich glaube, einen Essraum gibt es auch noch irgendwo. Ne? Ich kann gerade schauen, wo der ist. Da hinten irgendwo. Ja, das können wir sich alles anschauen. Aber wie ihr seht, wir haben ja allein die Grundfläche, die wir hier haben, ist gewaltig. Mit dem Zubau, den wir jetzt reinziehen, haben wir, glaube ich, kein Problem mehr, alles unterzubringen, was wir uns nur vorstellen können. Das heißt, dann schauen wir uns das entsprechend auch an, wie das mit diesem Contraptions im Workshop eben geht. Artillerie haben wir jetzt auch schon, wenn wir sich dann auch entsprechend auf die anderen Siedlungen verteilen. Wir schauen uns dann auch mal endlich dann die Animation an. Ich habe es selber noch nicht gesehen, bin nicht ganz neugierig, wie das Ding animiert ausschaut, also wirklich mit der Feueranimation, wenn das Ding loslegt. Ja, sagt einfach in den Comments Bescheid, was haltet ihr von dem Ganzen und habt ihr noch Anregungen, Beschwerden bezüglich des Baus. Wir sehen uns dann morgen zugegebener Stunde wieder, 16 Uhr mit einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bedanke mich fürs Zusehen, lasst doch ein Like, tschüss und bis bald.